Wobei ich bei den ersten vier Versen wirklich sehr langsam machen werde. Der Sure Ar-Rum, die Römer. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Al-Barmherzigen. Elif Lam Mim. Das sind die Buchstaben von Huruf al-Muqatta. Ich muss eins jetzt ausschlaggebend mal hier betonen. Elif Lam Mim und diese ganzen gebrochenen Buchstaben kommen immer darauf folgend mit einer Kombination mit einem Koranvers. Und auf die Offenbarung wird hingewiesen. Yasin wel Quran al Hakim. Oder Elif Lam Mim, Zalik al Kitabu la Raybe Fih. Nach Huruf al Muqatta kommt im Koran bis zu 95% ein Hinweis auf den Koran oder auf die Offenbarung. Und da gibt es auch Bedeutung, warum das so ist. Ja, haben wir in vielen Unterrichten gesagt. Außer in zwei Suren. In der Sure Rum und in der Sure Ankabut. Also in der heutigen Sure und die nächste Sure, die inshallah davon. Da kommt kein Koran. Und das ist sehr interessant. Im zweiten Vers steht nämlich geschrieben, Rulibatir Rum. Und zwar, die Römer sind besiegt worden. Die Byzantiner sind besiegt worden. Nach Huruf al-Muqatta kommt jetzt hier direkt eine geschichtliche Ansprache. Und was bedeutet das Rulibatir Rum? Ja, das werde ich jetzt mal versuchen, anhand von Geschichte ein bisschen zu erklären. Ich werde ein bisschen verlesen und erklären. Und auch das Sinn und Zweck ist ja nicht jetzt hier 1000 Informationen euch zu übermitteln, aber die Hauptinformationen zu übermitteln, weil, wie gesagt, wir dürfen einzig vergessen, in dem Koran, weil wir lernen ja hier Koran, wir machen ja Koranunterricht, ihr Koranprojekt ist ja Koranunterricht, ja, auf eine andere Art und Weise. Es kommen immer über verschiedene Völker der Geschichte vor, Ad, Semud, Pharaon, Nuh, etc. Aber jetzt kommt zur Zeit unseres Propheten, alaihissalam, eine zeitlich gleichgestellte Geschichte vor. Also hier wird zur Zeit des Propheten a.s. ja, etwas herabgesandt und wir können ungefähr wissen, wann diese Sure herabgesandt worden ist. Ungefähr im Jahre 620, 621. Also ein Jahr vor der Hijra oder das Jahr der Hijra. Ja, weil wir reden von den letzten drei Suren, die in Mekka herabgesandt worden sind. Ankabut, Entschuldigung, Rum, Ankabut und dann kommt Mutaffifin und dann kommt die Hijra nach Medina. Ja. Zu dieser Zeit wird eine zeitlich passierte Geschichte erzählt, nämlich, dass die Römer besiegt worden sind. Ja? Ja, das ist sehr, sehr wichtig, weil der Koran beschäftigt nicht nur über die Vergangenheit, sondern über auch um die Gegenwart. Und das war die Gegenwart der damaligen Zeit gewesen. Um das zu verstehen, müssen wir die Zeit von damals verstehen. Das verlangt der Koran von uns. Das verlangt auch die Sira von uns. Also jeder, der das Leben des Propheten a.s. liest, oder sich über das Leben des Propheten beschäftigen möchte, muss sich über das Buch der Sira beschäftigen. Ja, bei Sunna ist es der Hadith, bei Koran ist es der Tafsir, beim Leben des Propheten ist es die Sira. Jedes Sira-Buch, ja, beginnt erstmal mit der Grafik der damaligen Zeit. Wie war die damalige Welt aufgeteilt? Das ist sehr wichtig, um zu verstehen, wo ist Mohammed a.s. geboren, wo war die arabische Halbinsel gewesen. Und dann sehen wir damals, dass die Welt in zwei aufgeteilt gewesen war. Westlich gesehen waren es die Römer gewesen, ja, das Römische Reich. Und östlich gesehen war es das Persische Reich gewesen, also die Sassaniten. Römer links, Perser, also mit dem heutigen Namen, die Iraner rechts. Das waren die zwei Supermächte, die damals die Welt unter Kontrolle gehabt haben. Und in dieser Sure, quasi schon ab dem zweiten Vers, ja, beginnt die Geschichte zwischen dem Krieg oder den Kriegen der zwei Supermächten, den Sassaniten, den Persern und den Römern, den Byzantinern. Ja? Sie hat sich über Jahrhunderte lang gestreckt. Also Sparta 300 zum Beispiel, jeder kennt den Film. Ja? Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die sich einige Jahrhunderte vor unserem Propheten a.s. abgespielt hat. Da sind die Perser da, die Römer bzw. die Griechen auf der anderen Seite. Und so kommt eine Geschichte vor mit den römisch persischen Kriegen, die wirklich jahrhundertelang die Geschichte geprägt haben und den, vor allem den Mittelmeerraum der damaligen Zeit oder den vorderen Orient, also unsere heutige Türkei, Anatolien und Syrien wirklich geprägt haben. Ja? Obwohl es zwischen den beiden spätantiken Großmächten durchaus Phasen friedlicher Koexistenz gab, ja,
besonders im 5. Jahrhundert, also 400 und noch was, waren ihre zwischenstaatlichen Beziehungen maßgeblich wirklich von militärischen Konflikten geprägt. Ja, es war immer Krieg zwischen den Römern und den Persern gewesen. Jedoch, der größte Krieg oder die schwersten Kriege zwischen den Römern und den Persern waren die römisch-persischen Kriege von dem Jahre 603 bis zu dem Jahre 628. 603 bis 628. Das waren wirklich sehr große Kriege. Und in diesen Kriegen wurden die beiden Supermächte, haben sich gegenseitig abgeschwächt. Hier verlieren die Römer, später verlieren die Perser. Und somit schwächen sie sich beide ab. Die beiden Großreiche, die führen so lange Krieg, vor allem in den Jahren 603 bis 628, so lange Kriege untereinander, dass sie sich abschwächen und was somit vorbereiten? Sich für die Expansion des islamischen Kalifats vorbereiten, so dass das islamische Kalifat, als es dann anfängt 628 wirklich komplett zu expandieren, vor allem zur Zeit des Kalifats von Omar ibn al-Khattab, dass diese zwei Supermächte quasi abgeschwächt geworden sind durch diese gewaltigen Kriege. Das vergleiche ich persönlich immer, gesehen mit den Kriegen zum Beispiel des Ersten und des Zweiten Weltkrieges hier im Westen, wo sie sich durch den Raubtierkapitalismus oder durch den Kolonialismus, was sich die westliche Welt zusammengeraubt hat aus den Trikontländern, dass sie das in den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, diese geklauten Industrialisierung, dieses Geld, dieses Macht, dieses Gold, dass sie sich komplett das gegenseitig benutzt haben, um sich wirklich abzuschwächen. Ja? Diese vernichteten das Sassanidenreich, ja? Also die Muslime haben dann später das Sassanidenreich vernichtet und eroberten die römischen Orientprovinzen, nachdem die Muslime dann nach 628 diesen beiden Supermächten ein Ende vorbereiten, quasi den Sassaniten, also den Persern und den Römern. Das war so ein Ende gewesen, ja, dass die Geschichtsschreiber, dass Historiker diese Zeit das Ende der Antike nannten. Also die Zeit der Antike, was jeder, der sich mit Geschichte auskennt, wird Antike kennen. Wenn euch jemand fragt, wann endete die Zeit der Antike? Die Zeit der Antike endete da, als die Muslime, die Römer und die Perser besiegten. Das ist geschichtlich vorgeschrieben. Damit endete diese Zeit. Jetzt eine Sache, eine Frage. Danach begann vor allem in Europa die Zeit des Mittelalters. Ortaca. Eine Frage. Die Muslime beendeten die Zeit des Antike. Eine neue Zeit begann. Wer beendete die Zeit des Mittelalters in Europa? Ortaca Hakim Kapattı. Die Zeit des Mittelalters ist geschichtlich beendet worden mit der Eroberung Konstantinopels von Fatih Sultan Mehmet am 29. Mai des Jahres 1453. Also die Muslime, Seyfullah, sie haben die Epochen von zwei Zeiten enden lassen. Die Zeit der Antike waren die muslimischen Araber gewesen, ab dem Jahre 630, und die Zeit des Mittelalters waren die muslimischen Türken gewesen, die unter Fatih Sultan Mehmet 1453 die Zeit des Mittelalters offiziell in Europa beendeten. Das mal so als Denkanstoß, warum ich vor allem meinen Unterricht das Ende der Antike und des Mittelalters genannt habe. Rulibetir Rum, die Römer wurden besiegt. Das ist der Standpunkt, Rulibetir Rum, in dem die Zeit, in dem diese Verse gesandt worden sind. Also als diese Verse im Jahre 620 gesandt worden sind, waren die Römer besiegt. Und wie besiegt? Wenn wir das nicht verstehen, was heißt die Niederlage von Rom, ja, dann werden wir den kommenden Wunder der kommenden Verse nicht verstehen, was Rulibetir Rum, die Niederlage heißt. Achtung, um nicht zu viel Verwirrung zu stiften, und das ist, ich versuche mal beim Text zu bleiben, und das Hauptthema nicht zu zerstören, werde ich jetzt versuchen, dieses Ereignis inshallah kurz mal zu beschreiben. Obwohl die Römer und die
Perser. Jahrhundertelang von Zeit zu Zeit kämpfen, war keiner ihrer Kriege so verheerend wie der Krieg von 602 bis 628. Beide Staaten zerstörten sich gegenseitig so sehr, ja, dass der Boden für den neuen islamischen Staat vorbereitet wurde, der sich in diesen Jahren zu etablieren begann und während der Herrschaft der Kalifen das gesamte Sassaniten und einen bedeutenden Teil von Byzanz eroberten. Das erste Ereignis, das diese Kriege auslöste, also zwischen den Römern und den Persern, was war das wichtigste Ereignis? Was ist denn 602 passiert, dass plötzlich dieser Krieg ausgebrochen ist zwischen den Römern und den Persern, dieser ausschlaggebende Krieg? Ja? Das war der Sturz des Kaisers Maurice in Byzanz durch einen Putsch und die Ersetzung von Phokas gewesen. Also im Jahre 602, das sollten wir mal gehört haben, ja, gab es einen Putsch in Rom, also im Römischen Reich in Konstantinopel, wo der Kaiser Maurice durch einen anderen namens Phokas gestürzt worden ist. Jedoch, was hier der springende Punkt ist, wie es zur Eskalation kam, Kaiser Maurice war ein Freund von Chusrev II. Gewesen. Chusrev ist heute ein Name, den wir im Türkischen benutzen. Der kommt eigentlich aus dem Persischen. Und Chusrev II. War der Führer der Perser gewesen. Und Maurice, der König aus Istanbul, also aus Konstantinopel, war ein Freund von Chusrev II. Gewesen. Als Maurice gestürzt wurde, sein Freund von Chusrev, dem Perser, ist die Sache eskaliert. Chusrev II. Erklärte Byzanz deswegen im Jahre 602 den Krieg, um seinen Freund Maurice zu rächen. So eskalierte die ganze Sache. Während diese Kriege andauerten, wechselten die Könige in Byzanz, Kaiser Phokas wurde hingerichtet und der Thron wurde einem sehr wichtigen König übergeben, nämlich König Heraklius. Übrigens, Heraklius ist der Kaiser in Rom gewesen, wo unser Prophet, alaihissalatu wassalam, ihn sogar noch dieses Verkündungsschreiben gibt. Ich möchte mal euch nicht mit Bildern erwürgen, aber ich muss hier ein, zwei zumindest zeigen. So können wir uns ungefähr diese Welt im Jahre 600 vorstellen. Also das ist so die Welt, das alte Reich im Orient, das war so gewesen. Also wir sehen hier quasi jetzt den Nahen Osten, was die Europäer als Nahen Osten bezeichnen, weil für sie ist der Nahen Osten, für uns Türken ist es zum Beispiel der Süden. Ne? Also das, was hier rot ist, das ist das Römische Reich und hier auf der rechten Seite sehen wir das Sassanitische Reich. Das war so ungefähr im Jahre 600 gewesen, diese Situation. Und ihr seht, wie die Römer bis nach Ägypten hier Herrschaft zeigen. Übrigens, diese Herrschaft geht bis nach Abyssinien. Das ist wichtig, weil Abyssinien war der König Najashi gewesen, der selbst eine Unterprovinz oder eine Nebenprovinz vom Byzantinischen, vom Römischen Reich gewesen war. Ja? Und hier sehen wir diese weiße Fläche, das ist halt, ich sage es immer in der Geschichte der Sira, habe ich das damals gesagt, so wie Allah Ta'ala die arabische Halbinsel wirklich von diesen beiden Weltreichen geschützt hat. Also, ne? Es gab auf der arabischen Halbinsel Gruppen, die haben für die Perser gestanden, also die Muschikun. Und es gab Leute auf der arabischen Halbinsel, die haben für die Römer gestanden, die Juden, die hier gelebt haben. Es haben viele Juden in Hejaz gelebt, weil es Ehl-i Kitab war. Christen haben hier gelebt, Najran. Und die Muslime, die haben selbst sehr positiv zum Römischen Reich geguckt. Aus mehreren Gründen, da werde ich jetzt aber inshallah gleich dazu kommen. Also diese Landkarte müsst ihr vor Kopf halten. Das ist vor der Eskalation im Jahre 602 gewesen. So sah das aus. Und wie gesagt, als der Freund von Chusrev gestürzt worden ist, hat im Jahre 602 Chusrev der Zweite, ja, der Erste hat einige hundert Jahre vorher gelebt, den Krieg gegen Rom erklärt. Wir erklären immer noch den zweiten Vers, Rolibeti Rom. Die Römer wurden besiegt, aber wie wurden sie besiegt? Weil wenn wir das nicht verstehen, diese Geschichte wird nie wieder im Koran wiederholt werden. Das ist eine einzigartige Geschichte. Jetzt erkläre ich mal kurz, was heißt Rolibeti Rom? Wie haben die Perser Römer angegriffen? Erstens, die Perser profitierten von der Verwirrung in Byzanz und eroberten zwischen 608 und 610 die Länder Süd- und Ostanatoliens, also die heutigen Ost- und Südtürkei. Zweitens, 613 besetzten die Perser Damaskus und das heutige Syrien ging komplett verloren. Das, was ihr auf dem Bild gesehen habt. Das ist schon binnen ein paar Jahren, haben sie komplett das besetzt. 614 wurde die Stadt Jerusalem
welches Rom die größte Bedeutung in der Region einräumte, mit 60.000 Opfern seitens der Römer geschlagen. Also 614 haben die Römer, die ja christlich-katholisch geprägt gewesen waren, Jerusalem verloren mit 60.000 Opfern. Ja? Aber hier gibt es auch noch was Spirituelles. Mit dem Fall Jerusalems geriet das Kreuz, was sie gesagt haben, das ist das Kreuz, wo angeblich Jesus drauf gekreuzigt worden ist, also das in Anführungsstrichen wahre Kreuz Christi, in die Hände der Perser über. Das haben sie damit geklaut. Ja? Der Krieg hier im Jahre 614 war die schwerste Niederlage für die Römer damals gewesen. Ja? Sie haben das Kreuz geklaut und haben es nach Persien rübergebracht. Die Nachricht dieses Krieges, vor allem ab 614, verbreitete sich rasch in der ganzen Region von Arabien und in Mekka aus. Was geschah aber jetzt? Die Muslime waren traurig über den Sieg der Götzenanbeter, den Persern. Denn im Islam sind die Menschen von Ahle Kitab, die Juden und die Christen, nicht wie die Götzenanbeter, wie die Muschrikun der Perser. Sie handeln nach den Lehren Allahs, die Juden und die Christen, mit Ausnahme der, natürlich der Dreieinigkeit. Darüber hinaus sind einige Muslime schon vorher, und das habe ich eben gerade betont, im Jahre 615 nach Abessinien zum damaligen christlichen Herrscher Najashi ausgewandert, der auch positiv zum Römischen Reich stand aufgrund der Religion. Und zu jedem Zeitpunkt im Jahre 620 waren sie immer noch da gewesen, die Muslime, in Abessinien, als die Römer komplett besiegt geworden waren. Und deswegen kamen die Muschrikun in Mekka zu den Muslimen, zu den Sahabas, und haben gesagt, schaut mal, wir, die, weil sie ja positiv zu den Muschrikun in Persien standen, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Statuen angebetet haben, guck mal, wir haben euch besiegt. Und das hat die Muslime natürlich traurig gemacht, dass, dass ein Staat wie die Römer, was ja eigentlich Ahle Kitab ist, verloren haben, weil sie glauben ja auch letztendlich, auch wenn es verändert ist, an das Wort und an das Buch Gottes, nämlich an die Bibel. Und darüber hinaus, wie gesagt, die Muslime waren ja als Joker in Abessinien geparkt. Rasulullah a.s. hat die Muslime als strategischen Punkt in Abessinien warten lassen. Bis wann? Bis ungefähr 627. Und als die Muslime dann ab dem Zeitpunkt 627, 28, 29 dann Khaybar erobert haben, und als Khaybar erobert worden ist, hat Rasulullah a.s. die Muslime aus Abessinien zurückgezogen. Weil die Eroberung Khaybars war die hundertprozentige Garantie, dass sie in Arabien, in der arabischen Halbinsel, die Oberhand gewonnen haben, konnten sie die Muslime aus Abessinien zurückrufen. Woraufhin der Prophet, als er Khaybar erobert, ja, diesen Satz sagt: Ich weiß nicht, über was ich mich mehr freuen soll. Über die Eroberung Khaybars oder über das Zurückkommen von Jafar. Ja? Ja, Jafar bin Sadiq. Ja. Jetzt mache ich weiter. Jetzt Rulibet Rum. Die Römer wurden besiegt. 614 passierte das. Rom, also Jerusalem, ging verloren. Das wahre Kreuz, was sie so betiteln, wurde nach Persien gebracht. 615 und 616 besetzten die Perser dazu noch komplett Ägypten. Jetzt, wie weit standen sie? Rom war weg, Ostanatolien war weg, Ägypten war weg. Wisst ihr, bis wohin sie standen? Das wusste ich, bis ich diesen Unterricht vorbereitet habe, nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie standen vor Üsküdar und Kadıköy. Sie standen in Konstantinopel. Sie standen vor den Mauern Konstantinopels in Üsküdar in Kadıköy. Also was heute als Zentrum von Istanbul gilt. Ja? Da standen sie, als diese Versen gesandt worden sind, Rulibeti Rum. Byzanz, das seit 12 Jahren ununterbrochen Blut verlor, hatte somit einen sehr schweren Schlag erlitten, und das Ergebnis des Krieges wurde in den Augen der Menschen wirklich deutlich. Der persische König Hüsrev II. Schrieb daraufhin an Heraklius ein Schreiben, dass die Zeit von Byzanz nun vorbei ist und dass er, wenn er sich nicht ergibt, selbst wenn er sich auf dem Meeresgrund versteckt, seine Hand ausstrecken und Heraklius dort herausholen wird. Diese Situation war so heftig, dass Historiker schrieben, Heraklius sei bereit, das ganze Land zu diesem Zeitpunkt den Persern zu übergeben und zu flüchten. Aber Chusrev II. Setzte daraufhin noch einen rauf. Und er hat gesagt, ich verlange von Heraklius in diesem Schriftschreiben, dass du nach Persien kommst und das Feuer, was wir anbeten, die Serdüşler, die Mecusiler, sich vor diesem Feuer verkniest. Und du betest unser Feuer an.
im heutigen Iran, Aserbaidschan. Und das war wirklich so dieser Punkt, wo man auch emotional die Christen bzw. auch Heraklius angegriffen hat. Komm und bete unser Feuer an, ich verlange das von dir. Ich verlange nicht nur von dir, dass du kapitulierst, du wirst kommen und wirst dich von meinem Feuer niederwerfen. Ja? Jetzt, Ghulibat ar-Rum, das ist die Niederlage der Römer gewesen. So eine Niederlage müssen wir uns vor Augen machen. Mache ich mit dem dritten Vers weiter. Wo war eins der größten Niederlagen gewesen? Und jetzt kommt's. Fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sie wurden besiegt, den größten Schlag, wo? Jetzt. Im nächstliegenden Land auf dieser Welt. Im nächstliegenden Land dieser Welt. Das ist der erste Teil des Verses. Der zweite Teil des Verses, jetzt kommt der Wunder Allahs. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Aber sie, die Römer, werden nach ihrer Niederlage selbst siegen. Jetzt habt ihr die Niederlage vor Augen, ne? Da ist ja nichts mehr. Die haben wirklich alles verloren. Aber Allah sagt hier, im Jahre 620, ungefähr, Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Die Römer werden nach dieser Niederlage wieder siegen. Bevor ich dazu komme, zu dem Sieg der Römer, möchte ich fi adnal ard. Die Römer wurden besiegt von den Persern, Ghulibat ar-Rum, der zweite Vers. Wo wurden sie besiegt? Im nächstliegenden Land. Das heißt, in Palästina, in Rom, Entschuldigung, in Jerusalem. Weil die größte Niederlage haben sie mit 60.000 Opfern in diesem Gebiet von Palästina bekommen. Und dort haben sie wirklich auch das sogenannte Kreuz übergeben müssen an die Perser. Was aber hier sehr wichtig ist, es gibt bei diesem dritten Vers zwei Bedeutungen dieses Verses. Fi adnal ard heißt im nächstliegenden Land. Das heißt, sie wurden in Palästina besiegt. Weil Palästina, dieses Gegend, ist für die Muslime und für die Araber am nächstliegenden Land, weil nach der arabischen Halbinsel ist Philistim oder Biladus Scham die nächste Region, die kommt. Deswegen heißt es hier, sie wurden im nächstliegenden Land besiegt, die Römer von den Persern. Die zweite Bedeutung ist, was ich hier sehr interessant finde, fi adnal ard heißt eigentlich unter anderem im niedrigsten Land. Weil Adna heißt endüschig Sevier, im tiefsten Ort wurden sie besiegt. Weil Adna kommt von Dunya. Und Dunya heißt Welt. Warum heißt aber Dunya, Dunya, Welt? Weil die Dunya der niedrigste Ort ist. Versteht ihr? Edna, die Dunya ist der niedrigste Ort, der Mensch muss nach oben steigen. Deswegen Hase Hayati Dunya, das ist die Welt der Dunya, das ist die niedrigste Position der Welt. Aber Allah möchte uns Ukba haben, das Jenseits haben, was über der Dunya steht. Weil die Dunya, die Welt, das Niedrigste ist, wo wir in der Schöpfung sind, und danach haben wir es auf den niedrigsten Punkt der Schöpfung gemacht, den Menschen. Deswegen heißt, weil es das Niedrigste ist, die Dunya, Dunya. Willst du irgendetwas machen, Achim? Achso. Deswegen heißt die Dunya, Dunya. So. Und deswegen kommt in diesem Vers ein sehr interessantes sprachliches Wunder vor. Nämlich, dass dieser Krieg, wo die Römer verloren haben, der ausschlaggebende Krieg, am tiefsten Ort, Adnal Ard, der Welt ausgetragen worden ist. Ja? Ein anderes Wunder, das in den erwähnten Versen offenbart wurde, ist die Bekanntgabe einer geografischen Tatsache, die zu jener Zeit niemand entdeckt haben konnte. Im dritten Vers von der Sure Rum wird erwähnt, dass die Römer in dem am tiefst gelegenen Land geschlagen wurden, Adnal Ard. Bekanntermaßen befinden sich die Plätze, an denen die Hauptgefechte ausgetragen wurden, in Damaskus und Jerusalem, in einem ausgedehnten Flusstal, einem tiefliegenden Land, das Great Rift Valley, also große Riftebene genannt wird. Das Tote Meer liegt im Süden Palästinas entlang des Jordan-Rifttals und ist 67 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 18 Kilometer breit. Das Tote Meer, da wo dieser Krieg ausgetragen worden ist, ist als tiefster Punkt auf der Erde bekannt. Es befindet sich 430,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Diese Verse
wurden um 620 nach Christus offenbart, fast 7 Jahre nach dem schweren Niederlage der christlichen Byzantiner durch die Hände der götzendienenden Perser vom Jahre 613 bis 614 in Palästina. Das ist genau hier dieses Ort, was ihr hier seht. Entschuldigung, Böhle. Das ist hier das Mittelmeer, also Akdeniz, Bahrul Mohit. Und hier ist der Krieg ausgetragen worden. Und dieses Ort ist Adn al-Ard. Das ist offiziell mit 430 und noch was Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt dieser Welt, was damals niemals jemand hätte herausfinden können. Das ist eine andere Sache dieses Verses. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert. Einige sagen, wir haben einen neuen tiefsten Punkt der Welt gefunden. Der liegt ungefähr 3,5 Kilometer unter der Dings, die wir kennen. Aber das ist ein schlechter Vergleich, denn damit meinen sie eigentlich die Antarktis. Ja? Es gibt in der Antarktis so viel Eis, dass das Eis 3,5 Kilometer, also 3500 Meter, das ist nicht wenig, über dem Boden ist. Und deswegen sagen sie, weil von dem Eis bis nach unten 3,5 Kilometer sind, ist eigentlich der untere Punkt dieser Dings der tiefste Punkt der Welt. Ja, also wenn wir so anfangen, dann können wir auch sagen, der Mariengraben oder Andreasgraben ist, also keiner kennt ja im Andreasgraben Kilometer, weil das ist natürlich, wo man leben kann. Und ich jetzt als rumlaufen kann, als Mensch, ich kann nicht auf der Antarktis sagen, ich gehe 3,5 Kilometer unter das Eis, das geht nicht. Aber hier wurden die Kriege wirklich an solchen Orten ausgetrieben. Also, jetzt ein Punkt. Jetzt haben wir doch verstanden die Situation der Römer. Es war aus. Und genau zu diesem Zeitpunkt, wo wirklich der Nullpunkt der Römer gestanden hat, also wo ich immer so schön und deutlich sage, der dunkelste Zeitpunkt der Nacht ist derjenige, der den Morgen am nächsten ist, kommt der Vers, der dritte Vers, der zweite Teil. Warum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sie werden aber nach ihrer Niederlage selbst siegen. Jetzt kommt in Mekka diese Aussage von Allah und dem Propheten im Koran, wo die Muslime sagen, wo die Perser in Üsküdar Kadıköy vor den Toren Istanbuls stehen, Konstantinopel, und den König, den Kaiser von Byzanz auffordern, sogar Dings zu machen, das Feuer in Persien anzubeten, und der Heraklius möchte abhauen. Hier sagt Allah zu diesem Zeitpunkt, die Römer werden bald über euch siegen. Ja? Jetzt, um das zu verstehen, diesen Knickpunkt in der Geschichte, genau in dieser Zeit der Niederlage der Römer berichtet der edle Koran von ihrem kommenden Sieg über die Perser. Heraklius gab jedoch am Ende nicht auf und ging zu einer neuen Struktur im Land, reduzierte die Gehälter der Soldaten, erhöhte die Steuern und stellte seine Armee mit der Kirche im Rücken wieder auf. Die Römer konnten 622, also das ist der Zeit, wo unser Prophet Hijra gemacht hat, oder 623 in einem kleinen Gefecht die Perser in Kappadokien schlagen. Mit einer guten Planung besiegte Heraklius Armee, die sich versammelt hatte, 622 zum ersten Mal seit Jahren den persischen Kommandanten Schahrbaras, und nach diesem Datum änderte sich der Verlauf des Krieges vollständig. Aus diesem Grund, und das ist hier der wichtigste Punkt, teilen Historiker diese Kriege als die erste Periode vor 622 und die zweite Periode nach 622. Daher ist dieser Krieg in dem Jahr der Byzantiner ein Meilenstein. Also das Jahr 622 ist ein Meilenstein, wo sich die Sache eine Kehrtwende nimmt, wo die christlichen Römer anfangen zu siegen. Und ich wollte jetzt das alles nicht ausdrucken, da gibt es auch Manuskripte etc., wo wirklich das Jahr 622 als die Kehrtwende der Römer gegenüber die Perser dargestellt wird. Aber diese Institution haben sie 615 gehabt. Ein Bild möchte ich mal kurz hier noch zeigen. Dieses Bild, ja. Das ist zum Beispiel eine Münze, die 615 gedruckt worden ist. Da steht auf, müsste man sagen, Latein, ich kann das nicht lesen, Deus aduta Romanis. Das soll so heißen wie Gott hilfe den Römern. Ja? Das hat, haben sie 615 drucken lassen, also kurz vor ihrer totalen Niederlage, ja, Silbermünze, und das hat auch Heraklius selbst gedruckt. Das ist so eine Münze von Heraklius selbst aus dem Jahre 615. 623 kehrte der Kaiser zwischenzeitlich in die Hauptstadt wieder zurück, nach Konstantinopel, und nahm anschließend Kontakt zur christlichen Bevölkerung im Kaukasus auf.
Ja, jetzt kommt die Strategie. Heraklius konnte seine Truppen verstärken und kämpfte in den folgenden Jahren vor allem in diesen Regionen, im Kaukasus, in Aserbaidschan und in den Teilen von Ostanatolien. Die beiden eigentlichen Gegenoffensiven des Heraklius, gab es zwei wichtige Gegenoffensiven gegen die Perser. Das erste war im Jahre 624 gewesen. 624 begann es, bis 625. Und die zweite und die letzte Gegenoffensive der Römer war gegen die Perser, und da waren sie wirklich besiegt, 627 und 628 gewesen. Merken wir uns, 624 und 627 waren die zwei großen Gegenoffensiven der Römer gewesen, wobei es dem Kaiser gelang, den überlegenden sassanitischen Truppen in einer Reihe kleinerer Gefechte Niederlagen zuzufügen, die vor allem die Moral der Römer stärkten. Er unternahm auch einen Vorstoß nach Armenien, wobei die Stadt Dvin zeitwillig in seine Hand fiel, vor allem aber die Stadt Gansak in Aserbaidschan. Achtung! Bei der Stadt befand sich ein berühmter zoroastischer Feuertempel von den Serdüşler, von den Mecusiler, der heute Taht-ı Süleyman genannt wird, den der Kaiser zerstören ließ und damit ein deutliches Signal an Chusrev II. Sandte, der sich zuvor dort aufgehalten hatte und vor allem den Kaiser, von dem Kaiser panikartig geflogen war. Resümee: einige Jahre noch zuvor hat Chusrev II. An Heraklius den Brief geschrieben, komm hierher und bete mein Feuer an. Kurz einige Jahre darauf, im Jahre 625, kam Heraklius dorthin und hat ihren Tempel dort komplett zerstört und Chusrev II. Musste fliehen. Er und seine 18 Kinder wurden getötet, ja, und er starb dann später selbst im Gefängnis. 628 eroberte Heraklius die verlorene Städte, eine nach der anderen zurück, und nachdem er Ninova, also heutiges Mosul, seinen letzten Schlag versetzt hatte, hatten die Perser nicht mehr die Kraft zu kämpfen. Wir schreiben das Jahr 628. Also circa 8 Jahre, nachdem der Vers herabgesandt worden war, war Schicht im Schach mit den Persern gewesen. Sehen wir uns im Lichte dieser Information diese Verse an. Diese Verse kamen direkt nach dem persischen Sieg im Jahre 619-20 herab und sagte aus, dass die Römer bzw. die Byzantiner zwischen 3 und 9 Jahren lang erneut siegreich sein würden, obwohl dies zur damaligen Zeit strategisch gesehen unmöglich gewesen war. Mit dieser Vorinformation kommen wir jetzt in den vierten Vers. Die Römer werden siegen, sagt Allah. Aber wann werden sie siegen? Das sagt er im vierten Vers. Fi bid'i sinin. In einigen Jahren. Was heißt bid'a? Mehr als 3? Weniger als 10? Mehr als 3? Das ist ein arabisches Wort. Bid'a. Ja? Fi bid'i sinin. Seneler yani. In einigen Jahren werden sie siegen. Lillahi l'emru min qablu wa min ba'di. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. Wa yawma izin, Achtung, und an diesem Tag, wa yawma izin, yefrahul ferahlanacaklar, sevinecekler, sie werden sich freuen, el mu'minun. An dem Tag werden sich die Gläubigen freuen. Wann? Wenn die Römer die Perser besiegen werden. Fi bid'i sinin, in einigen Jahren. Es wird in den Büchern berichtet, Abu Bakr, radiyallahu an, als dieser Vers gesandt worden war, kam er zu den Muschrikun nach Mekka und hat zu den Muschrikun, zu einem Muschrik gesagt, Allah wird deine Augen nicht erleuchten, sagte unser Prophet. Ich schwöre, sagt Abu Bakr, dass die Römer in ein paar Jahren definitiv über die Perser siegen werden. Wann sagt Abu Bakr das? Jetzt, das ist hier wichtig, dass wir Geschichte verstehen. Ungefähr 620. In dem Zeitpunkt, wo die Römer komplett, also die Thema immer vor Augen haben, jeder kann was anderes vor Augen haben, die Niederlage in Rom, Ägypten. Ich habe immer, das ist für mich immer sehr wichtig, die Niederlage in Konstantinopel vor Augen, dass sie wirklich in Üsküdar und Kadıköy standen. Da kam diese Sure herab. Und jetzt kommt Ebu Bekir zu dem Muschrikun und sagt, ich garantiere euch, die Römer werden in einiger Zeit verlieren. Daraufhin kommt ein Muschrik in einigen Aussagen steht geschrieben, dass das Ubay ibn Khalef war. Historisch gesehen kann das nicht ganz stimmen. Das heißt, wenn er endet, das ist nicht was. Aber bei Taberi und Ähnlichen steht der Name nicht geschrieben.
Ich bin für der Meinung, dass wir den Namen nicht erwähnen. Es geht nicht um den Namen auf das Ubay. Ubay ibn Khalaf ist übrigens der Bruder oder der Dings von Umayyah ibn Khalaf. Umayyah und Ubay waren diese zwei Leute gewesen. Aber das ist nicht das Thema von heute. Daraufhin sagte der Muschrik, du lügst. Lass uns eine Zeit zwischen uns vereinbaren und darauf wetten. Ja, wir kommen. Lass uns eine Zeit abmachen und lass uns doch wetten. Und Abu Bakr ging diese Wette mit dem Muschrik ein. Sie wetteten auf 10 Kamele und legten einen Zeitraum von 3 Jahren fest. Sie wetteten. Später wurde das Wetten unter den Muslimen verboten. Später. Zu dieser Zeit war es noch nicht verboten gewesen. Also das ist dieses Tedrijan-Erziehung der Muslime. Genau wie am Anfang Alkohol nicht verboten war, später wurde es verboten. Zu dieser Zeit war das Wetten nicht verboten und Abu Bakr radiallahu an und wettete mit diesem Muschrik um 3 Jahre und auf 10 Kamele. Abgemacht. Abu Bakr radiallahu an ging zum Propheten a.s. und berichtete in die Situation. Und Rasulullah sagte zu Abu Bakr, ja Abu Bakr, was denkt ihr, was er sagen würde? Er hat gesagt, ja Abu Bakr, Bid'a bedeutet nicht 3 Jahre. Bid'a bedeutet zwischen 3 und 9 Jahren. So geh hin, erhöhe die Zahl, vermehre die Zahl, verlängere die Zeit und erhöhe die Menge. Geh zu dem Muschrik, verlängere die Zeit von 3 auf höher und erhöhe die Zahl der Kamele. Darauf ging Abu Bakr radiallahu anh erneut zu diesem Muschrik. Ja? Und als der Muschrik Abu Bakr sah, hat er gesagt, hast du es vielleicht bereut, dass du mit mir eine Wette eingegangen bist? Also, ja, nee. Weil die Situation war ja für die Römer klar. Sie waren verloren. Abu Bakr sagte, nee, ich habe nicht bereut. Im Gegenteil, lass uns die Wette mit dir erhöhen. Wir erhöhen die Wette von 3 auf 9 Jahren, aber die Kamele mache ich von 10 auf 100. Und der Muschrik sagt, überhaupt kein Problem, das können wir machen, weil die Niederlage der Römer war ja klar gewesen. Sie werden nie wieder auferstehen können. Ja? Wie in Tirmizi berichtet wurde, besiegten die Römer am Tage von Badr die Perser. Aber da dieser Muschrik, mit dem er die Wette eingeschlossen hat, schon dort tot war, nahm Abu Bakr diese Kamele von seinem Erben. Und der Prophet hat nicht gesagt, nimm sie nicht. Der Prophet hat gesagt, nimm sie von seinen Erben. Er nahm 100 Kamele von diesem Muschrik, von der gestorben war, von seinem Erben. Und sie wurden alle auf dem Wege, der Prophet hat befohlen, nicht für sich zu nehmen, alle Tasadduk zu machen, alle auf dem Wege Allahs zu spenden. Ich muss es doch nochmal erwähnen, Ubay ibn Khalaf ist nach geschichtlichen Angaben aber erst 625, 26, 27 gestorben. Zur Zeit von Badr hat er noch gelebt. Umayyah ibn Khalaf ist dort gestorben. Auf der Seite der Muschrik. Und deswegen bin ich dafür, dass dieser Name eigentlich in der Geschichte unbekannt gewesen war. Ja, und Abu Bakr geht diesen Dings ein und er siegt. Ja, und hier sagt Allah in diesem Vers, وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ. An diesem Tag, wenn die Römer über die Perser siegen werden, werden die Muslime glücklich sein. Sie werden sich auffreuen. Ja, guck mal, ihr dürft nie vergessen, das war alles 2, 3 Jahre vorher unmöglich gewesen. Und wann haben sich die Muslime gefreut? Achtung! Das war der Monat März im Jahre 624, als die Muslime in Badr die Schlacht gegen die Muschrikun gewannen. Es war ebenfalls der Monat, in dem Heraklius Konstantinopel verließ, um die eigentlichen Gegenoffensiven gegen die Perser zu beginnen, welches das Jahr 624-25 umfassten und sich bis 628 zogen. Wenn wir beachten, dass diese Verse circa im Jahre 620 herabgesandt wurden, in dem das Ende der Römer so gut wie sicher war und hier über ihren erneuten Sieg zwischen 3 und 9 Jahren berichtet wird, erkennen wir ein erneutes Wunder des edlen Korans. Denn Mohammed, alayhi salatu wassalam, wenn er ein falscher Prophet gewesen wäre, hätte er sich dieses Pokern niemals erlauben können. Es kommen heutige einige Atheisten der Türkei und die sagen, oh, Mohammed hat halt gepokert. 2 Armeen haben gekämpft und der eine hätte ja gewinnen können. Das war kein Pokern gewesen. Die Perser standen in Konstantinopel. Es war aus gewesen. Zu dieser Zeit kommt Allah und sagt, die Römer werden in einigen Jahren besiegt werden. Meine persönliche Meinung, warum sagt Allah das Wort Bidr? Warum sagt er nicht zum Beispiel 9 Jahre oder 7 Jahre? Warum sagt er genau eine Zeitangabe zwischen 3 und 9 Jahren?
Weil nach meines Erachtens, dieses ist normalerweise, genau so muss das auch gesagt werden, denn die Epoche sind zwischen 3 und 9 Jahren. Die Römer würden wirklich in stufenweise geschlagen. Von 3 geht's ab bis zu den 9 Jahren. Und kurz bevor diese 9 Jahren enden, im Jahre 628, ist Schicht im Schacht. 620 wird dieser Vers herabgesandt, ungefähr 628 besiegen die Römer komplett das Persische Reich. Jetzt, das zur Geschichte. Was ist aber jetzt eine Lehre hier rauszuschließen? Gut, die Muslime haben die Zeit später der Antike beendet. Das besteht aber später erst. Das passiert ab 628, 630 mit den Kalifen dann später auch. Ja? Aber was ist für uns jetzt hier wichtig? Hier gibt es einige Lehren, die ich so mal rausgezogen habe. Das sind 10 Lehren, die ich persönlich rausgezogen habe. Ihr könnt sie verringern, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie auch vermehren, wenn ihr wollt. Meine Lehren, die ich hier rausgezogen habe, vor allem von dieser Geschichte ist, erstens, und jetzt kommt Koranprojekt ins Spiel. Erstens, die Muslime müssen die internationale Weltpolitik mitverfolgen. Ich kann nicht sagen, ich lebe einen Islam, ja zum Beispiel hier in Deutschland, und mir ist egal, was in Afrika passiert, mir ist egal, was die Russen, was die Amerikaner machen. Das darfst du nicht. Die Muslime in Mekka, in ihrer dunkelsten Zeit, haben sich über die internationale Weltpolitik Gedanken gemacht. Ja, und sie waren traurig über bestimmte Staaten und glücklich über bestimmte Staaten gewesen, die mit Islam nichts zu tun haben. Warum? Weil zum Beispiel das Römische Reich erstens Ahle Kitab gewesen war, also eins von den Leuten der Schrift gewesen war, und weil die Muslime dort strategisch gesehen Schutz gefunden haben, nämlich unter den christlichen Herrscher Najashi. Jetzt Achtung, Najashi war zu diesem Zeitpunkt auch Christ gewesen. Es gibt bei uns Muslimen oder in der unter den Muslimen eine Vorstellung, dass Najashi, als dem die Muslime nach Abessinien kamen, dort den Islam sofort angenommen hat. Das stimmt nicht. Wann haben die Muslime die Hijra nach Abessinien gemacht? Ungefähr 615 rum. Wann ist Najashi zum Islam konvertiert? Das wissen wir geschichtlich gesehen. 627. Frühestens, weil als Rasulullah alaihi salam die Muslime aus Abessinien zurückruft, dann erst schickt er an David eine Einladung an Najashi, dass er den Islam annehmen soll. Und er nimmt den Islam dort an. Das passiert aber erst Jahre danach. Zu diesem Zeitpunkt, also deswegen erübrigt sich auch gerade mit Allahs Gesetzen regiert oder nicht regiert, dies und lass das mal weg. Zu dieser Zeit war er gar kein Muslim gewesen. Er war ein gerechter, christlicher Herrscher gewesen, wo die Muslime mit ihm zusammen kooperiert haben und an Seite von ihm gekämpft haben. Die Muslime, die Sahabe, haben an der Seite der Najashi, eines christlichen Staates, in der Armee gegen ein Land gekämpft, was Najashi angegriffen hat. Das zum Thema Tauta Askalik. Das ist Geschichte, Leute. Wenn man Geschichte nicht kennt, kann man auch nicht Fikr, kann man auch nicht Tafsir, kann man gar nichts kennen. Deswegen ist Geschichte ein sehr wichtiger Teil. Also, für uns ist wichtig, erstens, die Muslime müssen die internationale Weltpolitik mitverfolgen, zu ihrem Gunsten beurteilen können. Zweitens, wir müssen das Gleichgewicht in der Weltpolitik zu unseren Gunsten beurteilen können. Also, wenn 2 Kuffar-Staaten miteinander kämpfen, dann müssen wir sagen, welcher von diesem Kafir-Staat ist zugunsten des Muslime mehr? Ist es der Staat A oder ist es der Staat B? Und da können wir uns auch darüber freuen, wenn Staat A, der auch ein Kafir war, gegenüber einem Staat B gefreut hat. Achtung, das ist aber nicht, dass wir uns diesen Staat unterstützen dürfen. Das bitte nicht miteinander verwechseln. Das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Ja? Das haben wir in vielen Unterrichten, vor allem Taut Askalik mit diesem Militärdienst über den Taut, Dings gemacht. Wir dürfen uns darüber vor allem auch freuen. Und als die christlich geprägten Römer über die heidnisch-götzenanbeterischen, wie nennt sich das, Perser gesiegt haben, haben sich die Muslime gefreut. Was heißt das für uns heute? Ich gehe mal auf eine bestimmte Sache hinaus. In der Türkei gibt es 2 Parteien. Eine AKP und eine CHP. Beides sind Tarut, weil beide, brauche ich nicht darüber zu reden. Aber die CHP ist richtig Dienst des Imams, ist richtig atheistisch. Und nicht nur das, die ist islamfeindlich. Aber dann gibt es eine Partei wie die AKP,
Die guckt den Muslim ein bisschen positiv ein. Gut, die möchte die Muslime manipulieren, sie klaut sich Stimmen etc. Das ist eine andere Geschichte. Kann ein Muslim, das ist jetzt die Frage, ein Muwahhid, der natürlich sich nicht bei den Wahlen beteiligt, das ist Schirk. Kann er sich über den Wahl der AKP, über den Wahl gegenüber den JP freuen? Überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst sagen, Alhamdulillah, dass zumindest die JFF verloren hat, dass die AKP gewonnen hat, weil dadurch bekommen die Muslime zumindest in der Türkei ein bisschen, nicht uneingeschränkt natürlich, mit bestimmten Sachen, haben wir in der Türkei natürlich mit der Zeit der AKP ein bisschen mehr Vorteile. Genau wie bei Mursi. Mursi war genauso einer gewesen, der mit der Demokratie regiert hat. Aber zur Zeit von Mursi hat man in Ägypten als Muslim, in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr agieren können. Das wissen wir alle. Und ein Muslim muss so denken. Und die Sahabe haben so gedacht, jetzt das ist hier sehr wichtig, dass sie gesagt haben, Alhamdulillah, dass die Römer gewonnen haben. Gar keine Frage. Das ist die zweite Lehre. Die dritte. Wir müssen über die Botschaft des Korans so überzeugt sein, wie Abu Bakr radiallahu anhu gewesen war. Wenn der Koran sagt, die Muslime werden siegen, wenn der Koran sagt, A oder B wird siegen, dann müssen wir uns damit so motiviert und überzeugt sein, dass wir uns eins der größten Muschrikun dagegen stellen und sagen, ich wette mein Leben darauf, wenn der Koran das sagt. Wir sehen bei den Sahabes, vor allem bei Abu Bakr, genau diese Überzeugung. Dann beim Koran müssen wir das auch, diese Überzeugung haben. Viertens, die beiden Reiche haben durch gegenseitige Kriege sich letztendlich selbst abgeschwächt. Am Anfang der Verse sehen wir, wie die Römer besiegt wurden, später sehen wir, wie die Perser besiegt wurden. Diese beiden Niederlagen, die sich gegenseitig kaputt gewirtschaftet, kaputt gebombt haben, also Bomben gab es damals nicht, das hat dazu geführt, ja, fünfte Lehre, durch dieses Abschwächen profitierten die Muslime ab dem Jahre 630 und sie breiteten sich komplett in dem Persischen Reich aus, in Afrika aus. Und sie kamen bis nach Jebel al-Tariq, bis nach Andalusien. Ja, das war alles, weil diese Leute sich untereinander fertig abgeschwächt haben. Sechste Lehre. Sie besiegten sowohl das Römische als auch das Persische Reich, die Muslime, in einer sehr kurzen Zeit. Siebtens. Jetzt. Die Muslime gucken doch positiv zu den Römern, ne? Weil es Ahl al-Kitab ist. Ist das richtig? Ist richtig. Aber das ist nicht das einzigste Richtige. Das ist kein Dauerzustand. Denn, und das ist hier der wichtigste Punkt, oder eins der wichtigsten Punkte, den ich hier mal als Fußnote mal erwähnen muss, das heißt nicht, dass die Muslime und der Prophet Mohammed mit den Römern an der Seite standen. Nicht falsch verstehen. Denn der Prophet, alaihissalatu wassalam, hat in seiner Lebenszeit und vor allem in Medina zum ersten Mal gegen die Römer den Krieg geführt, nicht gegen die Perser. Er hätte ja sagen können, wie einige Parteianhänger das sagen, wenn ich Scher, das Bessere von dem Schlechten, ich greife zuerst die Perser an. Nein, er hat die Römer angegriffen. Und noch im Sterbebett hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Armee strukturieren lassen von Usama bin Zaid, der 18-jährige Kommandant, ein Jugendlicher, der gegen die Römer eine Armee losgeschickt wurde vom Propheten alaihissalatu wassalam. Usama bin Zaid. Das war der letzte Kriegszug unseres Propheten gewesen, den er vom Sterbebett aus in Medina angeweisagt hat. Das heißt, hier wird der Krieg gegenüber, plötzlich gegenüber den Römern gemacht. Und dieser Krieg, na gut, das sage ich jetzt lieber nicht. Also das ist hier sehr, sehr wichtig. Dann, achte Lehre. Also wie gesagt, nicht mit Ahl al-Sharr, der Prophet kämpfte gegen die Römer. Achtens, zur Zeit des zweiten Kalifen Umar ibn al-Khattab wurde das Persische Reich letztendlich erobert. Die wurden komplett kaputt gemacht, weil sie sich danach kurz aufgebaut haben und Umar radiallahu anhu kam und hat das Persische Reich... Übrigens, der Grund, warum die Schiiten, die Iraner, so einen Fluch auf Umar lesen, ist genau das. Weil sie Kuruk Ajusa haben. Weil sie dieses Hass haben. Es geht nicht um Ahle Beit oder dies oder das. Der eigentliche Dings ist, weil Umar kam, nach ihrer Sprache, Beduin-Araber kam, ja, und haben ihr Reich ein komplettes Ende dann letztendlich gemacht. Die neunte Lehre, die muslimischen Araber beendeten somit die Zeit der Antike in der Geschichte. Habe ich vorhin gesagt. Die zehnte und die letzte Lehre, im Jahre 1453, eroberte Fatih Sultan Mehmed Konstantinopel und erfüllte die Prophezeiung unseres Propheten a.s.w. und beendete somit offiziell die Zeit des Mittelalters in Europa. Also inshallah, das ist mal so eine zusammengefasste geschichtliche Situation der
Römer und der Perser gewesen, wie sie gesiegt haben. Ja, und nachdem mache ich inshallah jetzt mit den kommenden Versen weiter. Binasrillah. Sie freuen sich, die Muslime, sie freuen sich, ja, an dem Tag von Bedr, freuen sich über zwei Sachen. Über den Sieg der Muschrikun in Bedr haben die Muslime gewonnen. Und sie freuen sich, wie die Römer, über die Perser siegen. Nochmal, ich muss das immer wieder betonen, weil das ist hier ein entscheidend, das zu einer Zeit, wo die Muslime nicht mal eine Möglichkeit hatten, den Kopf aus dem Haus rauszustecken in Mekka. Berichtet Allah, dass kurz 3-4 Jahre später genau nämlich so eine Situation passieren wird. An dem Tag, wo die Muslime sich freuen werden, werden die, also den Krieg im Badr gewinnen, werden auch die Römer, die Perser berühmen. Und sie freuen sich über was? Binasrillah, über die Hilfe Allahs. Yansuru man yasha, er hilft, wem er will. Ja, wa huwa al-azizur rahim, und er ist der Allmächtige und Barmherzige. Ja. All dies geschah nur mit Hilfe Allahs. Wa'dallah, das ist Allahs Versprechen. La yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Allah bricht sein Versprechen nicht, aber die meisten Menschen, ja, genau, sie haben von dieser Sache keine Kenntnis, ja. Ya'lamuna, diese Menschen, die keine Ahnung haben und keine Kenntnis haben, die Jahiller. Ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Sie kennen nur das Äußerliche von dem diesseitigen Leben, während sie das Jenseits unachtsam sind.